Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man sich Mods installieren kann. Und zwar ganz einfach, ohne Computerkenntnisse. Und diese Methode funktioniert für PC, Mac und Konsolen. Ja, Mods sind übrigens Modifikationen, die das Spiel erweitern. Also extra Fahrzeuge, wir gucken einfach mal dann. Ist das schnell klar. Hier können wir im Spiel auf herunterladbare Inhalte klicken. Und hier kriegen wir schon einen Überblick. Und wie ihr seht, da sind Fahrzeuge und auch Objekte. Es gibt auch die Kategorie Gameplay und Häuser. Jede Menge wird es geben. Und wir können hier einfach mal ein bisschen stöbern in diesem sogenannten Mod-Hub. Sagen wir mal, ich suche nach einem extra Mähdrescher. Und im weiteren Verlauf von dem LS22 wird hier alles voll sein. Wir sind jetzt hier noch ganz am Anfang, darum gibt es hier nur einen Mähdrescher-Mod. Und den klicke ich mal an und dann klicke ich doppelt. Und jetzt kriege ich hier eine Beschreibung. Der Autor ist in diesem Fall Giant Software, also Giant selber. Die haben dieses Fahrzeug von LS19 übernommen, ja, Version 1 und so weiter, wie groß das ist. Und dann ist hier eine kurze Beschreibung, dass es der Dominator-Mähdrescher ist und dass der im Spiel 70.000 kostet und so weiter. Und hier ist auch noch das Schneidwerk und ein Schneidwerkswagen dabei. Ja, Bilder können wir angucken. Gut, den wollen wir haben. Hier unten kann man dann installieren. So, jetzt wird gesagt, der Mod Class Dominator wurde zur Download-Liste hinzugefügt. Okay, gut, jetzt gehen wir mal zurück und noch weiter zurück. Wir könnten jetzt auch weiter stöbern und weitere Mods aussuchen. So, hier gibt es übrigens den Unterschied zwischen nur Top-Mods und alle Mods anzeigen. Wenn man alle Mods anzeigen lässt, kriegt man logischerweise mehr. Hier sind jetzt auch einige dazugekommen. Und wenn man nur Crossplay-Mods anzeigen lässt, dann wird es wieder weniger, aber aus einem anderen Grund, nämlich dann werden nur Mods angezeigt, die auch für Konsolen gehen. Und ich wähle jetzt hier mal alle Mods und dann kriegt man mehr. Vor allem im Gameplay-Bereich sind viele Skript-Mods, die das Verhalten vom... Da müssten wir hier schon einiges finden. Und die gehen alle... Na doch, das geht auf Konsole. Aber das meiste geht nicht auf Konsolen, weil es kleine Programme sind. So, jetzt aber zurück. Und jetzt sagt mir hier der LS22 Mods heruntergeladen. Es wurden Mods vollständig heruntergeladen. Um diese zu installieren, muss das Spiel neu gestartet werden. Jetzt neu starten. Ja. Ja, und das geht erstaunlich schnell, wie man sieht. Und jetzt gucken wir doch hier mal in einem Spielstand von mir, ob ich diesen Mod dort finde. Also wähle ich den an. Und hier ist die Übersicht von den Mods, die ich installiert habe in meinem Spiel. Und da ist er, der Class Dominator. Und damit er mir jetzt auch im Spielstand zur Verfügung steht, muss ich jetzt hier mit Doppelklick den ankreuzen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, der wird häufig vergessen und führt dann zu dem Problem, ja, ich habe einen Mod installiert und er ist nicht da. Wie gesagt, hier Doppelklick oder auf Konsole was Entsprechendes, damit man hier ein Häkchen sieht. So, jetzt starten wir hier. Okay, die Karte ist geladen. Wir landen hier auf unserer Farm und gucken jetzt gleich mal im Shop, ob wir uns den auch wirklich kaufen können. Mit P geht man in den Shop, egal wo man gerade ist. Und dann gucken wir hier bei den Mähdreschern. Und hier sieht man ihn mal nicht. Logisch, denn die Mods sind immer ganz hinten. Da. Da ist der Dominator. Und ja, da machen wir Doppelklick.
Wunderbar, den wollen wir haben, den kaufen wir uns. So. Und jetzt gehen wir zurück. Wir brauchen auch noch das Schneidwerk. Da wählen wir hier bei Kombinationen. Und dann können wir hier auf das Schneidwerk klicken und das auch kaufen. Jawohl. Und jetzt hüpfe ich mal zum Shop. Der ist hier. Besuchen. Und da steht er schon, unser Prachtexemplar. Ja, jetzt haben wir also den Mod installiert und erfolgreich auf unsere Karte gebracht. Und für Fortgeschrittene gibt es ein weiteres Video zum Mods installieren, wie man Mods von Webseiten runterlädt und dann im Computer installiert. Das geht aber leider nur für PC, nicht für Konsolen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.